Zurück in Lille, zweiter Durchgang dieses ersten Spiels der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier mit einem 0:0 zur Halbzeit und trotzdem Riesenchancen vor der Halbzeit, der Elfmeter erst von Thomas Müller, Unterzahl für die Ukraine, weil Innenverteidiger Rakitski gelb-rot runter musste. Es ist alles möglich für den zweiten Durchgang, sie müssen nur endlich das Tor machen. Mit Reus und Hector, schön gesehen, wunderbar geflankt, weit für Kroos. Müller, nächste Chance. Gegen Jarmolenko den Ball behauptet, Mustafi, Müller und Kroos für Hector. Und das ist die Chance, Gomez. Gerade so verteidigt, erst Hector, dann Gomez. Kratscheridi beschäftigt mit Mario Gomez. Und das war die nächste große Chance. 3 Minuten gespielt nach der Halbzeit. Und gleich der nächste Eckball für Toni Kroos. So kann es gehen. Pjatov mit dem nächsten sicheren Ball gegen Özil. Hatte Glanztaten im ersten Durchgang, unter anderem gegen Toni Kroos, der Mann von Schachtja Donetsk. Im Tor der Ukraine, Andrei Pjatov, unangefochtene Nummer 1. Für mich war es faul. Partie läuft weiter. Von Timoschuk gegen Thomas Müller. Jetzt die nächste heftige Grätsche von Kroos. Die Partie wird ruppiger und das muss für mich dann eigentlich die nächste Gelbe geben. Gegen Toni Kroos. Müller war es, der jetzt also die nächste Karte sieht. Nicht Kroos, sondern Thomas Müller. Grätsche gegen Jarmolenko. Auch das ist richtig. Also Hector mit Gelb, Müller mit Gelb. Bei der zweiten Karte nochmal ist man gesperrt. Nur für das Finale werden die Karten, die man bereits vorher gesehen hat, nicht relevant sein. Heißt also, niemand soll gelb gesperrt sein für das große Endspiel. Und für die Ukraine jetzt bereits die Planung für das nächste Spiel gegen Nordirland wird Innenverteidiger Rakitski nicht dabei sein. Da muss man also gleich eine Alternative finden. Möglicherweise mit Alexander Kutscher, den Mann aus Donetsk, aber das werden wir dann in einigen Tagen sehen, wenn es weitergeht für die Ukraine gegen Nordirland. Erstmal die Chance für Özil, traut sie nicht direkt, deswegen kurz gewartet, abgeblockt dann von Jarmolenko und es gibt den nächsten Freistoß für die Ukraine. Für Deutschland, Verzeihung. Habe ich so nicht sehen können, aber wunderbare Position, so für Toni Kroos gegen 4 Mann in der Mauer, unter anderem der große Kratscheridi. Pjatov stellt seine Mauer zurecht und dann die nächste große Chance. Kroos oder Müller? Es macht Müller, abgelegt für Reus. Die kurze Variante, Khedira nochmal abgelegt und die Chance, Reus. Lang gewartet, Kroos. Özil. Mustafi mitgenommen gegen Şevçuk. Kein Elfmeter, alles ruhig bei Şevçuk gegen Mustafi. Marco Reus, keine Chance mehr für die Ukraine durchzuatmen. Deutschland hat eine Gelegenheit nach der nächsten. Mustafi. Reus gegen Şevçuk. So, jetzt vielleicht mal Selezniov. Sofort rot dann mitgelaufen. Rechts Konopjanka, jetzt angespielt. Konopjanka, weiter für Fedecki, wieder Konopjanka, Timoschuk, Jarmolenko, ganz rechts Fedecki, zunächst nicht angespielt von Jarmolenko, Müller heftig, aber auch das nicht geahndet mit dem nächsten Freistoß und Deutschland mit Khedira, erster Angriff der Ukraine in Durchgang 2. Die erste schöne Ballkombination. Gomez weiter für Özil.
Kroos vorne, Reus. Hector. Müller, und das ist die Chance für Özil. Gerade so gerettet von Schewtschuk. Nächste Riesenchance, nachdem Piatek den Ball nicht wegbekommt. Jetzt geht Roth an, Hamas kommt mit seinem 99. Einsatz für die Ukraine. Dennis Hamas aus Kiew. Erster Wechsel bei der Mannschaft von Mikhailo Fomenko. Gute Stunde gespielt. Roter muss runter. Hatte die Großchance im ersten Durchgang. Erst die Vorarbeit für Stepanenko. Dann selber versucht. Jetzt also Dennis Hamas eingewechselt bei der Ukraine. Nächste Ecke. Weit nicht zu erreichen für einen Mitspieler. Fedecki jetzt meistens innen. Wird dann außen unterstützt von Jarmolenko nach dem Platzverweis Rakitskis. Ist das die neue Idee zu verteidigen bei der Mannschaft von Mikhailo Fomenko? Schön gespielt für Stepanenko. Rein in den Strafraum gegen Khedira. Schöne Flanke, schön verlängert. Sedesniow verpasst. Ein Schritt zu früh gestartet. Aber sie haben sich wieder gefangen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht zu erkennen bei der Ukraine. Jetzt zumindest wieder Spielaufbau, Riesenchancen, wenn das Sedesniow an den Ball kommt. Jonas Hector, weiter für Müller. Schön gespielt gegen Fedecki. Erste Flanke, Reus und Gomez. Und jetzt zählt es Mario Gomez, das erste Tor. Nachdem Reus den Ball aufs Tor grätscht, abgewehrt von Piatek. Und dann macht Gomez das Tor, reingegrätscht von Stepanenko am Ball. Endlich ist es passiert, den Deal. Kein Abseits, Fedecki weit am Tor. Und dann macht Gomez das erste Tor wie vor 4 Jahren gegen Portugal, auch heute gegen die Ukraine. Reus und Gomez, die beiden Nicht-Weltmeister in der Kombination zum 1:0, 20 Minuten vor dem Ende in Lille. Das hochverdiente Tor für die deutsche Mannschaft. Und es macht Mario Gomez, der neue Mann vorne für die Offensive der Mannschaft. Aber aufgepasst. Sedesniow sofort mit dem Gegenangriff. Gut verteidigt von Kroos und Boateng. Kaczorili, Demaszczuk und Konoplyanka. Abgegrätscht von Müller, der aufpassen muss. Für mich an der Grenze zu Gelb-Rot. Hat schon Gelb gesehen nach einer Grätsche gegen Jarmolenko. Dann die Aktion eben in der Verteidigung. Jetzt diese Grätsche. Und Deutschland will natürlich nicht auf einen der wichtigsten verzichten. Müller hat den Angriff eingeleitet mit seiner Flanke für Reus. Dann der Pfostentreffer und Gomez staubte ab zum ersten Tor dieses Turniers. Özil. Mustafi, Flanke abgefälscht. Demaszczuk verteidigt. Sedesniow, nächste Grätsche, diesmal von Kroos, alles fair. Und Müller, nächste Flanke für Khedira, rausgeköpft von Kaczorili. Dem riesigen Verteidiger, 1,98 groß in der Innenverteidigung der Ukraine. Jevhen Kaczorili von Dynamo Kiew. Fehler von Özil. Hamas. 12 Minuten plus Nachspielzeit für die Gelb-Blauen, für die Ukraine an diesem Abend hier in Lille. Spät ist es geworden an diesem Sonntag. Es geht dann für die deutsche Mannschaft am 16. weiter mit dem nächsten Spiel. Dann ebenfalls um 9 Uhr in Paris gegen die polnische Mannschaft. Am Donnerstagabend davor Ukraine gegen Nordirland.
Khedira. Und Gomez versucht den Fallrückzieher. Pjatov hat den Ball davor sicher. Jarmolenko gewinnt das Laufduell. Das kann doch nicht wahr sein. Gegen Boateng und Hector durchgesetzt, schneller gelaufen. Und dann die Riesenchance. Glanztat von Neuer, wichtig. Gegentor verhindert. Gündogan kommt für Toni Kroos, meine ich was. Jawohl, die 18 geht. Toni Kroos und Gündogan kommt. Zweiter Wechsel der deutschen Mannschaft. Erster, Verzeihung. Eckball, Ukraine, Konabianka. Neuer draußen und die Chance von Schewtschuk. Mutig, der Linksverteidiger aus der Distanz probiert. Nachdem Neuer weit draußen war, rausgefaustet vor Timoschuk. Es wird nochmal spannend, der Deal. Und nur knapp verpasst. Vjatcheslav Schewtschuk, sein erstes Tor für die Ukraine, noch nie getroffen. Der Mann von Schachtjor. Seit 11 Jahren in Donetsk. Schewtschuk. Nächster Ball für Selesnyov und Jarmolenko. Fahren oben, abseits. Bereits beim Zuspiel für Selesnyov, richtig erkannt, deutlich im Abseits. Und jetzt wird der nächste Wechsel vollzogen. Schürrle kommt für Marco Reus. Hatte einen großen Anteil am ersten Tor, als er den Ball aufs Tor brachte. Den Pfosten traf, Gomez staubt ab. Jetzt also kommt Schürrle. Weltmeister, anders als Reus. Aber bei diesem Turnier können beide dann den großen Titel schaffen. Freistoß Boateng. Und es laufen die letzten 4 Minuten. Es wird sicherlich einiges noch an Nachspielzeit geben. Unter anderem nach dem Tor der deutschen Mannschaft. Der Ball kommt nicht an bei Özil. Einwurf Schewtschuk. Und jetzt heißt es, die letzten Minuten überstehen ohne Gegentor. Die Ukraine hatte Riesenchancen mit Konabianka, mit Schewtschuk. Feder im Spielaufbau. Ilkay Gündoğan. Özil, klasse gesehen. André Schürrle, Gomez startet. Zunächst mal Müller mitgenommen. Jonas Hector, Platz jetzt. Überzahl für die Deutschen. André Schürrle und Khedira. Schön gespielt, schöne Flanke. Khediras Kopfball geht drüber. Trotzdem, sie versuchen alles. Haben die Überzahl ausgenutzt. Abstoß Pjatov. Und jetzt läuft die 90. Minute in die hier im Stadion in Villeneuve-d'Ascq. Ein spannender Abend nach eindeutigen Spielen. Das 3:1 der Türkei gegen Kroatien. Dann das 4:0 der Polen gegen Nordirland. Deutschland muss zittern, kommt aber mit Gomez. Rausgeschlagen von Taras Stepanenko. Einwurf Deutschland und jetzt lassen sie sich alle Zeit der Welt. Müller für Khedira. Und Schürrle startet. Kraceridi wird jetzt sicherlich nach vorne gehen für die letzten Minuten, um lange Bälle zu verwerten. Ermöglicht Raum, abseits entschieden gegen Mesut Özil. Freistoß nochmal für die Ukraine. Und auch das richtig, direkt vor den Augen des Linienrichters. Schewtschuk weit nach vorne für Selesnyov, rausgeköpft von Mats Hummels. Eine brenzlige Situation beim Angriff über Jarmolenko, der das Laufduell gegen Boateng gewann. Ansonsten ein ruhiger zweiter Durchgang. Deutschland muss trotzdem zittern, weil sie die Tore nicht gemacht haben. Und jetzt bin ich gespannt. Thomas Müller, es ist passiert. Gelb-Rot, auch Müller fehlt im nächsten Spiel. Wierakitzki, muss auch er jetzt runter.
Und das ist richtig. Und damit also auch er im nächsten Spiel gegen Polen nicht dabei. Thomas Müller verpasst das zweite WM-Spiel in Paris. Und wird dann also gegen Nordirland zurückkehren. Ist das bitter für die deutsche Mannschaft? Trotz des Sieges verliert Deutschland einen ganz wichtigen Spieler. Jetzt ist zumindest der Sieg vollbracht. 1:0 gegen die Ukraine durch das Tor von Gomez. Ein wichtiger Sieg. Sie mussten lange zittern. Neuer einmal gefordert im zweiten Durchgang gegen Jarmolenko. Wir können uns freuen über 3 Punkte und trotzdem gehen die Gedanken los. Ohne Müller in das nächste Spiel. Es muss also umgebaut werden. Vielleicht die Chance für Götze, für Schürrle in die Startelf zu kommen. Auf der anderen Seite, die Situation ist geschaffen. Es gibt ein großes Spiel gegen die polnische Mannschaft, die also zunächst mal Gruppenerster ist. Mit 4 Toren gegen Nordirland, danach Deutschland. Im Moment Nordirland hinten. Sie bekommen dann im zweiten Spiel ihre Chance gegen die Ukraine, vielleicht noch das Weiterkommen zu schaffen. Es geht dann weiter am 16. Juni, am Donnerstag mit dem Spiel in Lyon, Ukraine gegen Nordirland. Am Abend dann in Paris, in Saint-Denis, mit Deutschland gegen Polen. Das wichtige Spiel um den Gruppensieg, um das Weiterkommen. Die deutsche Mannschaft hat es geschafft, einen guten Auftakt gezeigt gegen die Ukraine. Allerdings dann ohne Thomas Müller im zweiten Spiel gegen die Polen. Das ist der kleine Rückschlag nach diesem Abend hier in Lille. Wir schauen auf die Spiele des morgigen Tages. Der Titelverteidiger beginnt, Spanien gegen Tschechien in Toulouse. Das also dann die Gruppe D nach dem Sieg der Türken. Das zweite Spiel Spanien gegen Tschechien. Dann um 18 Uhr Irland gegen Schweden. Die begeisterungsfähigen Fans der Iren beginnen im großen Stadion in Stade de France in Paris. Und dann am Abend Belgien gegen Italien. Der Titelfavorit, einer der großen Favoriten, die belgische Mannschaft. Lange Zeit Weltranglistenerster gegen Italien. Wir sind gespannt, wie sie sich zeigen. Die Mannschaft von Marc Wilmots, das soll es für heute gewesen sein. Viele Grüße aus Lille, guten Abend aus Frankreich und bis morgen zur Euro 2016 in Frankreich.